eine super Geschichte. Vor allem ein super Happy End dazu, finde ich. Ich mag immer gerne Geschichten mit Happy End. Und vor allem Geschichten, wo jemand, der unterdrückt wurde, am Ende hoch rauskommen kann und so jemandem geholfen wird und so jemand gerettet wird. Aber wie ist das mit Geschichten, wo jemand, der vielleicht ein Unterdrücker ist, gerettet wird? Und so eine Geschichte wollen wir uns jetzt einmal zusammen angucken. Und zwar reisen wir zurück so um die 2000 Jahre in das Jerusalem, das besetzt ist von den Römern. Und wir lesen da einmal aus dem 19. Kapitel des Lukas-Evangelium. Da steht: Dann ging Jesus in die Stadt Jericho hinein und wanderte durch sie hindurch. Da geschah etwas Besonderes. Dort lebte nämlich ein Mann namens Zachäus. Der war der oberste Steuereintreiber. Und er war sehr... Stopp! Ich kann mich ja auch selber vorstellen. Ich weiß doch, wie dein Text weitergeht. Der war sehr reich. Dass ich mir meinen Reichtum hart erarbeitet habe, wolltest du bestimmt nicht erwähnen. Und wie klingt das eigentlich, Steuereintreiber? Ihr könnt euch nicht ansatzweise vorstellen, unter welchem Druck ich stehe. Im ganzen Römischen Reich zahlen die Menschen anstandslos ihre Steuern. Aber hier bei uns in Israel kennt man nur die Abgaben für den Tempel und für den Gottesdienst. Und wenn der Staat seinen berechtigten Anteil an Umsatz und Einkommen haben will, dann wird getrickst und gejammert. Mich als Kollaborateur und als Römerfreund zu bezeichnen, der mithilft, das eigene Volk zu unterdrücken, ist doch absurd. Die Herrschaft Roms ist doch ein Fakt, ist doch eine Tatsache, die niemand leugnen kann. Dafür kann ich doch nichts. Wenn ich es nicht mache, dann suchen Sie sich den nächsten Zöllner. Eigentlich müssten die Leute sogar froh sein, dass ich die Aufsicht habe. Natürlich muss ich auch hin und wieder die Ellbogen ausfahren. Ein Weichei kann man für diesen Job nicht gebrauchen. Meine Ausgaben muss ich schließlich auch wieder reinholen. Von nichts kommt nichts. Aber wenn einer wirklich in Not ist, findet sich bei mir immer eine Lösung. Dass dabei auch der eine oder andere Zinsgewinn für mich herausspringt, ist doch nur recht und billig. Ich trage ja auch das Risiko. Ein Verräter bin ich jedenfalls nicht. Den Rang des Oberzöllners habe ich mir hart erkämpft. Niemand soll sagen, dass nicht auch kleine Leute Großes leisten können. Und ja, zu einer Führungsposition gehört es dazu, dass man einsam ist. Die Luft wird oben einfach dünner. Fragst du dich denn aber nie, wie Gott das alles sieht? Was vielleicht sein Plan für dein Leben ist? Okay, manchmal frage ich mich das schon, ob Gott mich auch verachtet, mich für einen Verräter am eigenen Volk hält und was der Sinn meines Lebens ist. Einige meiner Kollegen haben sich im Jordan von einem angeblichen Propheten taufen lassen. Der hat ihnen sogar erlaubt, weiter als Zöllner zu arbeiten. Und das Volk verachtet sie immer noch. Ich habe auch von einem Wanderprediger gehört. Jesus soll der heißen. Und er wird Freund der Zöllner genannt. Und unter seinen Schülern soll sogar ein Zöllner sein. Aber angeblich hat dieser Jesus auch gesagt, dass reiche Menschen wie ich ohnehin keine Chance haben, in den Himmel zu kommen. Menschlich unmöglich. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Weißt du, dieser Jesus, von dem du gerade sprichst, ist tatsächlich in deiner Stadt Jericho. Und weißt du, auf dem Weg nach Jericho, vor den Toren der Stadt, da kennst du doch diesen blinden Bettler, der sich da immer aufhält in dieser Gegend, oder? Und dieser Bettler, als Jesus da vorbeigekommen ist mit den ganzen Leuten, die ihm gefolgt sind, der hat plötzlich angefangen, nach ihm zu rufen, ganz laut. Und die Leute waren alle ziemlich empört und haben versucht, ihn zum Schweigen zu bringen. Aber Jesus hat sie zurechtgewiesen und ist auf den Bettler zugegangen und wollte mit dem Bettler reden, wollte von ihm hören und hat gefragt, den blinden Bettler gefragt, was willst du von mir? Warum rufst du meinen Namen? Und da hat der Bettler gesagt, ich möchte sehen können. Und dann hat Jesus tatsächlich seine Augen geheilt.
der blinde Bettler, den du auch kennst, der kann jetzt sehen. Mann, da war eine große Freude. Die Leute waren alle begeistert. Und sie haben alle Gott gepriesen. Und jetzt ist Jesus auf dem Weg durch die Stadt. Aber es scheint so, dass er irgendwie gar nicht über Nacht bleiben will. Die Leute versuchen ihn alle zu sich einzuladen, weil jeder ihn bei sich haben will. Aber irgendwie geht er immer weiter. Ein Blinder kann wieder sehen? Unmöglich. Aber das ist genau das, was ich zuletzt von verschiedenen Seiten gehört habe. Dieser Jesus soll Wunder wirken, Kranke gesund machen, ihnen ihre Schuld vergeben, die Herzen verändern. Und er verkündet überall, dass Gottes Reich anbricht. Ich will diesen Jesus sehen. Ich muss ihn sehen. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Überall Gedränge und Geschubse. Vom Straßenrand kann jemand meiner Größe nichts erkennen. Und Platz machen die für mich nicht. Vielmehr lassen sie mich ihre ganze Verachtung spüren. Und wenn ich nicht aufpasse, ein schneller Messerstich, ein erstickter Schrei und mit meinem Leben wäre es aus. Die Menge zöge weiter und bis man meine Leiche findet, sind die Mörder längst verschwunden. Ich wäre nicht der erste Römerfreund, den man so aus dem Weg räumt. Überhaupt, man spürt doch, dass Gewalt in der Luft liegt. In wenigen Tagen feiern wir das Passafest und erinnern uns daran, wie Gott unser Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und wie die Ägypter, das ganze ägyptische Heer im Meer ertrunken ist. Wird Gott es mit den Römern genauso machen? Ist dieser Jesus vielleicht der Retter Israels, der die römische Besatzung in die Flucht schlägt? Wenn jetzt das Reich Gottes anbricht, was wird dann aus mir? Nein, jetzt nicht die Nerven verlieren. Es muss einen Weg geben, einen Blick auf diesen Jesus zu erhaschen. Außerhalb der Stadt gibt es Bäume mit niedrigen Ästen und großen Blättern. Vielleicht finde ich einen, vielleicht genau dort, wo Jesus vorbeikommt. Da könnte ich mich verstecken und da hätte ich einen Überblick, aber werde selber nicht gesehen. Ich muss dahin, bevor die anderen da sind. Ich weiß, sowas tut man nicht. Aber ich werde der Menge vorauslaufen. Du willst was? Du willst laufen? Und dann auch auf einen Baum klettern? Jetzt hast du wirklich den Verstand verloren. Wisst ihr, bei uns im Orient, erwachsene Menschen laufen nicht. Das ist eine Schande. Und die klettern schon gar nicht auf einen Baum. Vor allem, wenn man auch noch ein gutes Ansehen mit den Römern genießen will, macht man das wirklich nicht. Aber Zachäus hat es gemacht. Und ich muss sagen, du hast dir das ganz schön schlau überlegt. Jesus kommt tatsächlich diesen Weg entlang, wo du dich auf dem Baum versteckst. Jetzt pass nur auf, dass er und die Menschenmenge dich nicht entdecken, da wo du dich versteckst. Sonst machst du dich wirklich lächerlich und wer weiß, was die Masse dann mit dir tut. Es ist soweit. Jesus und die Menschen, die mit ihm unterwegs sind, kommen zu diesem Baum. Und Jesus bleibt plötzlich stehen. Er guckt hoch. Und er sieht Zachäus. Und tatsächlich spricht er ihn an. Die Menschen drumherum fangen auch an, ihn zu erkennen. Und sie sind empört. Wie sehr sie ihn hassen. Diese Ratte, sie sitzt endlich in der Falle. Aber Jesus äußert keinen Hass gegenüber Zachäus. Stattdessen sagt er zu ihm, ich muss heute bei dir zu Gast sein. Wie kann er nur mit so einem Verräter reden und auch noch in seinem Haus sein wollen? Habe ich richtig gehört? Ich soll eiligst herabklettern, denn Jesus muss heute bei mir einkehren. Er muss? Er war doch schon durch die Stadt hindurchgezogen. Jeder hätte ihn als Ehrengast gerne bei sich in sein Haus eingeladen. Aber er hatte nicht gewollt. Und die Enttäuschung der Leute schien ihm egal zu sein. Er hatte sich einfach nicht aufhalten lassen. Und nun muss er in meinem Haus bleiben?
Das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. So schnell ist sicher noch nie jemand von einem Baum runtergestiegen. Meine Freude konnte ich nicht ansatzweise verbergen. Die Menschenmenge mag vor Ärger kochen. Mir ist das völlig gleichgültig. Jesus kommt zu mir als Gast. Was für eine Ehre, was für eine Freude. Mein Reichtum ist nichts dagegen. Alles, was mir bisher wichtig war, alles hat plötzlich an Wert verloren gegenüber diesem Besuch, gegenüber dieser Begegnung. Nein, mein Reichtum hat doch noch einen Wert. Die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich irgendjemandem zu viel abgenommen habe, werde ich ihm es vierfach wiedererstatten. Was für eine unglaubliche Geschichte, oder? Viele von euch haben die bestimmt schon gehört, vielleicht auch schon oft gehört. Ich auf jeden Fall. Aber ich habe sie jetzt nochmal ganz neu verstanden. Ich habe nochmal festgestellt, wie sehr Jesus sich hier eigentlich für Zachäus einsetzt. Wie viel er auch riskiert und den ganzen Hass der Masse sozusagen auf sich zieht, weil er plötzlich mit Zachäus redet und sich zu ihm einlädt. Am Anfang hatten wir noch erzählt von dem blinden Bettler, ne, der vor der Stadt ist. Und da waren die Menschen auch erst empört, weil Jesus plötzlich mit diesem Bettler reden möchte. Aber dann haben sie sich doch alle gefreut. Denn der Bettler war jemand, der unterdrückt wurde, der arm war und Jesus hat dieser Person geholfen. Das fanden alle gut. Und Jesus tut diese Dinge. Jesus heilt diese Menschen. Wenn wir jetzt auf der Straße hier unterwegs wären, vielleicht eine blinde Bettlerin finden würden, für sie beten würden und plötzlich sieht sie wieder, da wären wir doch auch total begeistert, oder? Da würden wir uns alle mit ihr freuen. Da würden wir Gott für loben. Und das dürfen wir auch tun, das ist super. Aber ich glaube, in dieser Geschichte macht Jesus noch einen weiteren Schritt. Und dieser Schritt ist herausfordernd für uns anzunehmen. Zachäus war kein armer Mann. Er wurde nicht unterdrückt, sondern eigentlich ist er der Unterdrücker. In unserer Welt heute sind das vielleicht diejenigen, die in der Schule jemanden mobben. Oder wir haben das vielleicht in der Wirtschaft, die großen Bosse, denen es nur darum geht, mehr Geld zu verdienen, ihre Macht vielleicht auszubauen. Da fallen uns bestimmt allen Menschen ein, an die wir da denken. Oder wir denken an Herrscher, Präsidenten, die vielleicht ihre Völker ausnutzen, die Kriege führen, auch nur um ihre Macht auszubauen. Wir schieben alle diese Menschen immer gerne einfach in eine Schublade. Wir verachten sie, wünschen uns vielleicht sogar, dass es sie gar nicht gäbe. Aber wenn wir uns diese Geschichte angucken, sehen wir, dass Jesus die Unterdrücker liebt. Seine Arme sind immer offen und er wartet nur darauf, dass sie ihn suchen, dass sie zu ihm kommen. Und das gilt auch für jeden von uns. Jesus wartet immer nur darauf, dass wir einen Schritt auf ihn zumachen. Vielleicht kennst du Jesus schon sehr gut, vielleicht nur ein bisschen, vielleicht gar nicht. Aber Jesus freut sich, wenn du ihn mehr kennenlernen möchtest. Wenn du vielleicht auf den Baum kletterst, vielleicht was riskierst, um ihn zu sehen, so wie Zachäus das gemacht hat. Wenn du einen Schritt auf ihn zugehst, was ist vielleicht für dich ein Schritt, den du auf ihn zugehen könntest? Was kannst du vielleicht riskieren, um Jesus zu vertrauen? Wisst ihr, vorhin haben wir ein bisschen was gesehen vom technischen Hilfswerk und von der Feuerwehr. Und wenn die jemanden retten, fragen die nicht erstmal, oh, was hat denn diese Person getan? Wir müssen uns erstmal deren Daten angucken. Sondern die reagieren sofort. Wenn jemand ruft, wird dem geholfen. Und genauso macht Jesus das auch. Wenn wir Jesus rufen und auf ihn zugehen, guckt er sich nicht erstmal nochmal genau unser Leben an und überlegt sich, mag ich diese Person denn? Will ich dieser Person helfen? Und wenn wir Jesus nachfolgen, sind wir auch dazu aufgefordert, das zu tun. Nicht einfach kategorisch Menschen auszuschließen, sondern immer weiter zu lieben und immer den Menschen, den Gott geschaffen hat, in jeder Person zu sehen. Wo gibt es vielleicht in deinem Leben jemanden, auf den das zutrifft? Jemanden, der es schwer ist, gerade zu lieben? Gibt es vielleicht jemanden, der Unrecht getan hat, für den du trotzdem beten kannst? Denn Jesus ist wirklich der Retter für alle. Er hat alles auf sich genommen, er hat alles riskiert, als er am Kreuz für uns, jeden von uns gestorben ist.
Er hat sich sogar an dem Kreuz lächerlich gemacht. Die Soldaten hatten ihren Spaß mit ihm. Er hat sich noch mehr lächerlich gemacht als Zachäus, der gerannt ist und auf den Baum geklettert ist. Er hat sein Leben für dich gegeben, jeden von uns. Er hat den größtmöglichen Schritt gemacht auf uns zu. Und am Ende von dieser Geschichte sagt Jesus selber: Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und von daher möchte ich für alle von uns, dass wir das hieraus mitnehmen, dass wir versuchen, uns finden zu lassen bei Jesus, denn Jesus sucht uns in jedem Moment. Aber auch, dass wir gewiss sind, dass jede Person in dieser Welt von ihm geliebt ist und immer von ihm gesucht wird. Amen.